Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Syndicate. Ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, wir werden einen Punkt verteilen, aber das ist ja totaler Bullshit. Das geht ja gar nicht. Wir haben ja nur einen. Ein Punkt, da kann ich nicht viel mit machen, glaube ich. Aber ich habe drei. Und mit drei Punkten kann ich sehr wohl etwas anfangen. Und zwar kann ich damit Folgendes tun. Schlechter, wenn sie einen Gegner in den Rand des Todes bringen, wird er nicht angefallen, einen anderen Gegner automatisch ebenfalls in den Rand des Todes bringen. Dies ist für Multi-Hinrichtungen und andere Aktionen sehr hilfreich. Okay. Erfolgreich bringen Gegner schneller an den Rand des Todes. Puh, das ist ja so schon relativ... Naja, egal, wir machen es trotzdem. Ist ja so schon voll einfach irgendwie. So, jetzt haben wir einen Punkt. Mit einem Punkt kann ich leider nicht viel machen. Wir sind Level 4. Sehr schön, sehr schön. Ich würde gerne mit Eevee wechseln. Das Blöde ist, das geht gerade nicht. Das finde ich ein bisschen doof, dass ich hier... Kann ich das machen auch trotzdem? Also während ich auf dem Dach stehe, aber normal? Ja, okay. So, so... Fähigkeiten. Sie hat nämlich auch drei Punkte. Und was kriegt sie? Konter von meiner Länge und zwei Fenster, bla bla bla. Das ist Knacken, gefangen genommen. Gegner versuchen nicht mehr zu entkommen. Ist sehr nützlich. Machen wir aber später erst. Ich würde sagen, wir machen mal Schleichen, weil das ja eher ihr Style ist. Oder nee, die Reichweite des Adlerauges erhöhen. I like it. Dann sind wir nämlich mit ihr auch Level 4. So, zack, zack. Ich mach das. Und wir machen jetzt eine Kinderbefreiung. Mit unseren neu erworbenen Fähigkeiten. Wie weit reicht denn das Adlerauge jetzt? Kann ich jetzt da hinten sehen, was da abgeht? Ne. Das finde ich aber nicht gut. Aber ich glaube, wenn wir hier drauf sind, das ist blöd. Ah, oh, oh, hier ist so ein Artefakt-Dings. Schwieriges Gebiet ist betreten. Ist ja wohl lächerlich. So, lächerlichst ist das ja wohl. So, erstmal kurz hier schauen. Da ist jemand, da ist jemand. Den müssen wir töten. Kein Alarm auslösen, alles klar. Wir versuchen unser Bestes. So, da ist die Glocke. Okay, ich kann die auf jeden Fall herlocken. Aber die ist dumm. Ah, jetzt kommt sie. Nee, sie ist ein bisschen dumm. Alles klar. Ah. Aber so dumm kann man doch nicht sein. Jetzt komm her, du blöde Kuh. Ja, dann halt nicht. Die ist doof. Nein, was macht die denn da? Ist die doof? Die soll gar nicht in die Richtung. Aber Hauptsache mal machen. So, ich würde nämlich als erstes gern den, So, dann kommt sie nämlich her. Komm. Ja, komm, mach hin. Guck nicht so blöd, komm jetzt her. Meine Fresse. Ey. Hallo? Hm. Boah, jetzt guckt der da nur dumm rum. Sag mal, willst du mich verarschen? Okay, die ist auch ein bisschen dumm. Sabotiert. Oh. Okay, das funktioniert nicht ganz so, wie ich es wollte eigentlich. Weil eigentlich wollte ich jetzt schnell die... Ich wollte jetzt schnell die Glocke sabotieren, damit die nicht mehr geläutet werden kann. Aber das geht nicht. Aber egal, dann hauen wir den halt in die Fresse. Machen die Glocke kaputt. Ein bisschen schade, dass immer die gleichen Moves genutzt werden und nicht mehr Varietät eingesetzt wurde, aber gut. Machst du wohl nix. So, darf ich die jetzt sabotieren? Danke. So. Dann würde ich sagen... Ja, nee, tschüss. Ich will die Kinder befreien, nicht die hier rumschleppen. Aufpassen, ich komme wieder. Okay, den Typ kriegen wir doch bestimmt getötet irgendwie. Möchte ich ja mal fast behaupten. Scheiße. Eigentlich dürfte er nicht wissen, wo ich bin. Also. Naja, gut, theoretisch schon, aber. Untheoretisch halt nicht. Hui!
So, Bossman ist tot. Überhaupt kein Problem. Kommt der her oder kommt der nicht her? Ja, weiß noch nicht genau, was er tun soll. Das werde ich Toll. Beenden. Ach, deine Mutter wird alles beenden. Hier, pass auf, du bist tot. So. Tschüssi. Die anderen sind unten und unten, alles klar. Unten und unten ist immer doof. Macht aber nichts. What? Alter, diese Bobbys, ne? Wo ist der jetzt hingerannt? Boah, die halten aber mega viel aus, die Pistenhelden. I don't like it. Ich bin müde. Da musst du schlafen. Boah, die halten ja richtig viel aus. Zum Glück ist der tot. Und der auch gleich. Zum Glück hat es keinen interessiert, dass wir hier irgendwie... Ich dachte, er will angreifen. Er macht irgendetwas, aber er macht irgendwie gar nichts. Au. Du Sack. Genau. Helft mir. Alter, der geht mir ein bisschen auf den Sack, der Pisser. So, stirbt. Meine Fresse. Was zum Teufel? So. Kinder, befreien. Warum so... Hä? So, ihr könnt gehen. Und wir auch. So, das war's. Kinder befreit. Wir sind super. Oh, einen neuen Gürtel. Juhu. Und damit haben wir das auch erledigt. Kinderbefreiung. Abgeschlossen. So, hier ist ein Gang-Hauptquartier. Hier haben wir eine Kopfgeldjagd. Jesse Butler. Den müssen wir allerdings dann befreien. Ist aber kein Problem. Wir sind da gerade gut in der Nähe, deswegen machen wir das einfach. Dann haben wir eine Tempeljagd. Und dann halt noch zwei Gang-Verstecke. Achso, das gehört zur Themse. Okay. Gut, 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 gut. Geh mal weg da. Was mache ich jetzt? Kopfgeldjagd. Ah, den muss ich ja Leben zurückbringen. Töten ist immer besser irgendwie. Muss ich sagen. Macht viel mehr Spaß. Aber na gut. Ausnahmsweise bringen wir den auch Leben zurück. Aber nur, weil Mr. Aberline so nett ist. So nett. Der ist nett. Deswegen ausnahmsweise. So, Ina, wer bist du? Jesse Butler, der Abschluss, bla bla bla, Leben zurückbringen, alles klar, können wir machen, kein Problem, kriegen wir hin. So, so, die laufen ja alle rum. Sorry, Boss, Jamie hat sich ablenken lassen. Das Blöde ist, dass da wieder die Bullen sind, ja. Genug. Heute Morgen erhielt ich Bericht von Kretos. Das Geld wird knapp. Wir müssen die Mieten einziehen oder der Markt wird geschlossen. Aber Boss, die haben doch nichts. Keine Ausreden. Wir brauchen Geld. Jetzt geht an die Arbeit und ich mache ein paar Hausbesuche. Hm. Okay, wenn die alle weggehen und der da steht. Ich will ihn gefangen nehmen. Verschwinde! Hilfe! Bleib hier! Hier will mich jemand entführen! Nein, überhaupt gar nicht. So, komm her jetzt. Was zum... Was soll das? Hier, ich hab euren Boss. Ganz ruhig. Lass mich, du Ratte! Alles klar, merkt ihr Aberline, wie sie sprechen. Verstehe. Wer? Ich wüsste nicht, wer das sein soll. Aber der Sergeant weiß, wer sie sind. Vielleicht verkehren sie mit den falschen Leuten. Lalala, okay, das war relativ simpel. Wir mussten ihn zwar einmal rammen, aber... Ja, mein Gott. So, wo müssen wir denn als... Okay, da hinten abgeben. Das heißt, wir brauchen irgendwie... Hasch, ernsthaft jetzt? Ich werde alles tun. Lassen Sie mich frei. Nehmen Sie das Geld. Da halten Sie Ihr hopp, Geld. Hopp, hopp. Mal ein bisschen schneller machen, ja? Junger Mann. So. Hier rein. Holt mich hier raus. So, geh mal weg. Ich brauch grad die Kutsche. Wir müssen den Jungen mal zur Bullisei bringen.
Verrückter Mädchen. Mongo! Gut so. Lalala. Eigentlich gehen die relativ schnell, diese ganzen Sachen. Oh, ich hab... Ups. Da habe ich wohl jemanden angefahren. Naja, passiert halt. Machst du nix. Er fühlte sich wohl zu höherem Berufen. Ah, cool. Ein neuer Revolver. Ich bin Schurkenjäger. Oh ja. So voll wie Darkwing Duck und so. Okay, das nächste, was wir machen, wo sind wir denn jetzt? Wir sind da oben. Ach komm, wir machen mal das Gangquartier mit ihr. Und dann wechseln wir auf Jacob, damit er auch mal wieder ein bisschen was machen kann. Oh, wir haben ein bisschen Kohle gekriegt. Nice. Und noch ein Fähigkeitspunkt. Ja, da können wir eigentlich erstmal wieder ein bisschen sammeln. Dankeschön. Dankeschön. Ich frage mich nur, wo er 30 Stahl oder Metall oder Barren, irgendwas, wo er die hatte. Ein bisschen merkwürdig. Okay. Macht ja nichts. So, hier ist das Ganghauptquartier von den Blighters. Sind das auch die Blighters? Ich habe keine Ahnung. Den da hinten muss ich töten, oder was? Er ist der Anführer, man. Alles klar. Da, ich würde da eigentlich gerne hoch. Geht doch. Denn ich möchte gerne die alte Kackschabracke da treten. So. Kümmert euch um Schatten! Na. Scheiße. Ach du blöde Kuh, was machst du denn da? Bist du doof? Ich mach dich gerade voll fertig und so. Dann kannst du doch nicht einfach anfangen und mich fertig machen, das geht nicht. Ich würde die gerne töten. Am besten so, weil das geht schnell. So. Oh yeah. Danke, Miss. Hula Prügel, raus aus dem. Wie viele Rooks gibt's hier? Wie viele Rooks gibt's denn hier? Das ist erstmal die Frage, die man klären muss. Und ein paar Eliminierungen muss ich noch machen. Gut, das ist jetzt auch nicht so ein Riesengebiet, das heißt, wir werden die wohl finden. Hoffe ich. Irgendwie. Nein! Aua, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich war völlig in Rage. Alter, warte, Moment. Du kleiner Pisser, willst doch hier nicht jemanden rufen, oder? Fände ich jetzt nicht so geil. So. Welchen Wachposten? Der ist doch tot. Ich habe die Rooks nicht befreit. Das ist doch blöd. Naja, gut, mein Gott. Ist auch nicht so schlimm. Kriegen wir halt keine Bonus-Money. Aber ich glaube, so schlimm ist das auch nicht. Da kann ich doch mit dealen, oder wie? So, das nächste Ding ist eine Templerjagd. Das heißt, wieder töten angesagt. Wechseln wir mal kurz. Achso, wir können mal Fähigkeiten gucken. Wir haben nämlich wieder 2 Punkte. Eigentlich scheißegal, was wir nehmen. Wir nehmen einfach das hier, mein Gott. Ist eigentlich sowas von egal. Wir machen ja eh immer alles voll. Oder ich versuch's zumindest. So, dann wechseln wir jetzt natürlich mal zu dem guten Jacob. Und dann werden wir auch hier 2 Pünktchen verteilen. Und die Punkte verteilen wir... einfach hier. So. Okay. So, das Ding ist immer noch markiert. Sehr schön. Dann gehen wir da mal eben hin. Und machen eine kleine Templerjagd. Also es geht wirklich relativ schnell, das hier zu säubern. Von dem ganzen Gedöns. Ich glaube, selbst wenn ich das alles mache und dann noch die Nebenmission, das dauert trotzdem gar nicht so lange, das Spiel, habe ich das Gefühl. Einfach weil die Sachen macht man ja relativ fix durch, ne? So. Und so. So, jetzt sind wir da schon in der Nähe. Aber noch nicht direkt da. Da brauchen wir noch ein bisschen für.
Hier müsste das sein, hinter dem Haus. Okay, ganz viele Leute, ganz viele Leute, ganz viele Leute. Du bist ein Scharfschütze. Okay. Oh, zwei Leute. Ach du heilige Scheiße. Francis Fletcher. Und was sagen wir am Ende? Möge der Vater des Verstehens uns leiten. Oh Gott, Templer. Templerkinder, tötet sie! Wie kann ich die am besten jetzt töten, beide gleichzeitig? Am besten hier. Problem ist, ich muss warten, bis der Typ kommt. Ich würde das gerne versuchen, Doppelattentat auszuführen. Warum? Ach komm. Ja, geil. Ich komm. Ah. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, hat nicht funktioniert. Scheiße. Alles ist blöd. Das ist jetzt irgendwie kacke. Ich hatte eigentlich gehofft, das funktioniert irgendwie. Alter! Alter, okay. Das ist ein bisschen eng grad hier. Oh, er ist tot. Ich bin weg. Ciao. Kann ich mich irgendwo hochziehen? Nee, doch, ja. Los, hoch. Hoch, 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 hoch. Und ciao, Bitches! Ach, schön, 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 schön. Leider hat es nicht so geklappt, wie ich wollte. Aber gut, machst du halt nichts, ne? Ich hatte eigentlich gehofft, das funktioniert. Aber hat es leider nicht. Aber wie gesagt, da kann ich auch mehr oder weniger drauf scheißen, weil so schlimm ist das auch nicht. Wenn da mal so ein Doppelattentat nicht hinhaut. Gut, dann würde ich sagen, das haben wir auch. Dann gehen wir hier hin. Da müssen wir eine Kopfgeldjagd machen. Mildred Graves. Lebendig fangen. Alles klar, dann gehen wir hier und dann haben wir hier nur noch eine einzige Sache. Dann mache ich aber noch das hier, weil da sind wir auch gerade in der Nähe. Ja. Und dann geht es wieder mit Missionchen weiter. Wir gehen erstmal hier hin. Geht nicht. Warum? Achso, weil wir hier wahrscheinlich hängen oder so. Keine Ahnung. Oder? Mal gucken, geht das jetzt? Kann ich mir nämlich einfach mal so was zusammenreimen. Ja, das liegt bestimmt daran, dass ich da hing und in Bewegung war. Ich denke, das ist der Grund. Das wird der Grund sein. Auf jeden Fall. Hundertprozentig. Hundertprozentig. Gut, dann machen wir noch das eine Teil. Dann haben wir halt nur noch das eine Gangquartier. Dann haben wir dieses Gebiet komplett befreit. Müssen wir dann wieder einen Bandenkrieg machen? Oder dürfen wir dann... Ich weiß auch nicht. Was anderes machen. Mal gucken. Jetzt ist das natürlich nicht mehr markiert, was immer ein bisschen doof ist. Dann müssen wir dafür hin. Aber ich würde sagen, das machen wir mal in der nächsten Folge. Ja, das ist ganz gut. Machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder mit dabei. Und bis dahin, haut rein.